Die nächste Frage, der wir uns zuwenden, lautet, in welchem Zusammenhang Politik und Recht stehen. Und da macht es Sinn, sich vielleicht mal so ein paar Beispiele anzuschauen. Das Bundesverfassungsgericht hat eine große Rolle gespielt beim Maastrichter Vertrag 1992, beim Lissabonner Vertrag 2009, bei den finanziellen Rettungspaketen für Griechenland, den Euro-Rettungsschirm 2009. Andere Beispiele, die prominent sind, sind die Ostpolitik ab 1969, die Verfassungsverträglichkeit der deutschen Einheit, die Gleichstellung von Mann und Frau. Das sind Fragen, die höchst politisch sind. Also der letzte Punkt, die Gleichstellung von Mann und Frau kann man eigentlich nicht dadurch beantworten, ob das jetzt legal ist, sondern wahrscheinlich eher damit, ob es politisch gewollt ist. Das heißt, die politische Konstitution des Sozialen, die wir immer wieder in den Vordergrund stellen, kommt hier eigentlich zum Tragen. Oder das, was Graham Allison mal als the pulling and hauling that's politics bezeichnet hat. Das heißt, wir finden hier ein Spannungsverhältnis von Legalität und Legitimität vor, was nicht durch irgendeine metaphysische Prädestination des Rechts gelöst werden kann. Wir wenden uns also auch ab von einem Rechtspositivismus, der die Verbindung von Recht und Moral abstreiten würde. Das Bundesverfassungsgericht schützt also die Bürger vor der Politik sozusagen, ist aber selber eine höchst politische Instanz, schränkt den Wirkungskreis der Demokratie ein, ist aber politisch-demokratisch legitimiert, untersagt entschädigungslose Eingriffe in Eigentumsrechte beispielsweise, schützt den Föderalismus. Aber es gibt eben immer ein politisches Spannungsverhältnis, was gelöst werden muss. So ist es auch in dem Spannungsverhältnis Bundesrepublik, Europäische Union. Hier gibt es hin und wieder Probleme zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof, dem häufig nachgesagt wird, er verfolge eine wirtschaftsliberale Orientierung. Gesetzgeber, Bundestag kann natürlich die Spielregeln fürs Bundesverfassungsgericht ändern, indem eine Verfassungsänderung vorgenommen wird. Und dadurch ändern sich eben auch die politischen Spielregeln für das Bundesverfassungsgericht. Hinzu kann man vielleicht noch sagen, dass natürlich auch Bundesverfassungsgerichte normalerweise mit Parteibuch daherkommen. Und deswegen gibt es subtile Kritik am Bundesverfassungsgericht, die aber nicht massiv ist. Was so in Bezug auf Würdigung und Kritik vielleicht erwähnenswert ist, ist, dass viele Gerichte in der Bundesrepublik inzwischen überlastet sind, notorisch überlastet, auch das Bundesverfassungsgericht, dass die juristische Ausbildung vielleicht unzureichend ist, da eben das Bundesverfassungsgericht sich mit Problemen beschäftigen muss, die politischer Natur sind, die ökonomischer Natur sind, die sozialer Natur sind. Deswegen ist aber das Verfassungsgericht immer noch die Instanz, die von den drei Gewalten in der Bundesrepublik das höchste Ansehen besitzt. Und Fritz Scharf, ein sehr, sehr prominenter Politikwissenschaftler, hat in Bezug auf das Bundesverfassungsgericht deswegen mal von der Perfektionierung des Rechtsstaats gesprochen.